sind sehr glücklich über den Standort. Inhaltlich wird unser Programm genau das bieten, was wir früher hatten. Wir wollen viel Kultur, Kreativität, viele Menschen ansprechen. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht zu sehr auf das Programm eingehen. Sie haben sich mit der Frage auseinandergesetzt und beschäftigt, war Karl Plage ein Held, ein Vorbild? Eine Frage, die man stellen kann. Ich finde es ganz toll, dass das in einer Schule den Schülerinnen und Schülern aufgegriffen worden ist. Und ich kann Sie nur herzlich einladen, dass an diesem Ort daran gedacht wird, was dieser Mann geleistet hat in schwierigen Zeiten, und dass für uns alle auch ein Hoffnungszeichen und ein Blick auf eine weiterhin gute Zukunft der Technischen Universität und der Wissenschaftsstadt Darmstadt sein wird. Herzlichen Glückwunsch.